Nebenthema, das nur so ganz am Rande, eigentlich interessiert es ja gar kein großes, man findet es auch eher so auf Meldung 3 oder 4, wen interessiert schon, die NSA hörte die Bundesregierung ab, das Wirtschafts-, Finanz- und Landwirtschaftsministerium und viele andere vermutlich auch. Naja gut, die Terrorgefahr ist natürlich klar, die muss man eindämmen und hier muss man das Landwirtschaftsministerium genau im Auge behalten. Die Vitaminbomben von deutschen Äckern, die darf man nicht unterschätzen, da ist immer wieder Gefahr in Verzug. Meine Damen und Herren, das ist nichts anderes als ein feindlicher Angriff gegen die Bundesrepublik Deutschland und nichts anderes. Immerhin findet Herr Steinmeier die Sache inzwischen problematisch und de Maizière, der gibt sich zerknirscht. Wir sind misstrauischer geworden. Ja, holla die Waldfee aber auch. Hört doch bitte endlich auf, uns zu verschaukeln und zu beschwichtigen. Sagt doch, wie es ist. Wir sind ein Untertan der USA, ihnen aus diversen historischen und gegenwärtigen Gründen hörig und sehen keine Möglichkeit, das zu ändern. Das ist nun mal der Status quo. Damit müssen wir uns abfinden oder eine langfristige Änderung anstreben. Alles andere ist und bleibt Volksverdummung. Das kann man den Leuten auch so sagen. Sie wissen es doch ohnehin. Inzwischen liegt übrigens eine Strafanzeige aus Österreich gegen die beiden Herren vor, weil sie im Auftrag der USA mit BND und Telekom im Verein eine Nachrichtenleitung der Österreicher angezapft haben. Soweit machen wir es momentan als Schergen in Europa, dass wir uns gegenseitig das Leben schwer machen. Super Sache. Ach, bleiben wir beim Thema US-Militärstrategie. Generalstabschef der USA, der stuft Russland und China inzwischen als Bedrohung ein und sieht eine steigende Gefahr für interstaatlichen Krieg zwischen den USA und einer Großmacht. Das heißt nichts anderes als ein Weltkrieg. Nur mal so nebenbei erwähnt. Und dann noch die ganz nebensächlichen Dinge. 14.30 Uhr USA Arbeitsmarktdaten, Erstanträge und um 16 Uhr die Auftragseingänge der Industrie. Wer weiß, wie lange die uns noch interessieren. In diesem Sinne, erfolgreichen Handelstag, machen Sie es gut und bis morgen. Kritiker, die meinen, man müsse eine Konkurrenz zwischen allen Politikbereichen haben, die gehen ja in Wahrheit von dem Regelungsmonopol des Nationalstaates aus. Das war die alte Ordnung, die dem Völkerrecht noch zugrunde liegt, mit dem Begriff der Souveränität, die in Europa längst ad absurdum geführt worden ist, spätestens in den zwei Weltkriegen der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Und wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen. Und deswegen ist der Versuch in der europäischen Einigung, eine neue Form von Governance zu schaffen, wo eben es nicht eine Ebene, die für alles zuständig ist und die dann im Zweifel durch völkerrechtliche Verträge bestimmte Dinge auf andere überträgt, nach meiner festen Überzeugung für das 21. Jahrhundert ein sehr viel zukunftsweisenderer Ansatz als der Rückfall in die Regelungsmonopolstellung des klassischen Nationalstaates vergangener Jahrhunderte. Ich möchte Ihnen ganz klar sagen, dass ich ziemlich überzeugt bin, dass wir in einer Zeit von weniger als 24 Monaten in der Lage sind und in der Lage sein werden, das europäische Regelwerk so zu verändern. Wir brauchen nur das Protokoll Nr. 14, wer es nachlesen möchte, im Lissabon-Vertrag, so aufzubauen, dass wir daraus die Grundzüge einer Fiskalunion für die Eurozone schaffen. Sobald wir die Eurokrise gelöst haben, also jetzt nach dieser Rede, werden die Vereinigten Staaten von Amerika sehr viel stärker im Fokus der Nervosität der Finanzmärkte sein. In der Globalisierung brauchen wir übrigens andere Formen von internationaler Governance als der Nationalstaat. Der ist vor 100 Jahren in seinem Regelungsmonopol an seine Grenzen gestoßen. Und heute schaffen wir was Neues, ziemlich mühsam, aber nicht so hoffnungslos. Lernen können wir aus unseren Fehlern und Irrtümern. Und deswegen, ich bin bei aller krisenhaften Zuspitzung im Grunde entspannt. Warum? Weil wenn die Krise größer wird, werden die Fähigkeiten, Veränderungen durchzusetzen, größer. Weil wenn die Krise größer wird, werden die Fähigkeiten, Veränderungen durchzusetzen, größer. David Rockefeller, wir stehen am Beginn eines weltweiten Umbruchs. Alles, was wir brauchen, ist eine richtig große Krise und die Nationen werden die neue Weltordnung akzeptieren. Unter dem Deckmantel der Globalisierung versucht man, die Nationalstaaten abzuschaffen, um sie schließlich in einer Weltregierung zu vereinen. Die Europäische Union gilt als Vorläufer dieses Planes, daher wird man auch alles daran setzen, dass der Euro bleibt, um die sogenannten Vereinigten Staaten von Europa zu installieren. Edward Bernays, der Neffe von Sigmund Freud, beschreibt in seinem Buch Propaganda: Eine kleine Gruppe von Menschen, von denen wir noch nie gehört haben, regiert uns, bildet unsere Meinung, formt unseren Geschmack und suggeriert uns unsere Ideen. Diese kleine Gruppe zieht die Fäden der öffentlichen Meinung,
kontrolliert so die offizielle Regierung und plant die Zukunft. Diese kleine Gruppe, die sich als Elite der Welt betrachtet, kontrolliert nicht nur die Politik, sondern zum Beispiel auch die Medien, die dazu missbraucht werden, die Menschen in Trance zu halten, damit sie glauben, sie würden die Wahrheit erfahren, während sie jedoch nur getäuscht und unterhalten werden. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass wir länger arbeiten. Und das ist ein Teil dieser quasi revolutionären Situation, in der sich die Völker befinden. Fangen wir erst mit der Revolution an, dann ist eher. Ja. Ich bin nicht für die Revolution zuständig. Insofern ist meine Fantasie jetzt bis 2017 erstmal voll ausgelastet und darüber hinaus bin ich nicht in der Lage zu denken. Hunderte Millionen, Milliarden, Billionen von unglaublichen Summen ist die Rede, seit das Finanzsystem kriselt. Fangen wir ganz harmlos bei einer eher niedrigen Zahl an. 15 Milliarden Euro umfasst das erste Konjunkturpaket der Bundesregierung. Damit lassen sich immerhin gut 900.000 Mittelklassewagen kaufen oder mehr als 200.000 Luxuslimousinen. 42 Milliarden sind da schon mehr. So viel braucht die Bank Hypo Real Estate zurzeit mindestens, um aus ihrem Dilemma zu kommen. Dort hinein hat sie sich mit Immobiliengeschäften in den USA manövriert. Apropos Immobilien, hier bei uns würde diese Summe ausreichen, um knapp 500.000 Fertighäuser zu kaufen. Schlicht und einfach 93 Quadratmeter für 4 Personen, ein Ehepaar mit 2 Kindern. Für knapp 2 Millionen Menschen würden die Häuschen Platz bieten. Aber es kommen ja noch schönere, viel größere Zahlen. 80 Milliarden Euro hat die Bundesregierung den Banken als Hilfe versprochen. Damit ließ sie sich eine Riesenstadt bauen mit gut 940.000 Eigenheimen. Diese kleine Siedlung hätte mehr Einwohner als die größte Stadt Deutschlands, Berlin, nämlich 3,7 Millionen. Eine Hauptstadt aus Fertighäusern. Doch es gibt ja noch größere Städte. Allein 700 Milliarden US-Dollar investieren die Vereinigten Staaten in ihre von der Hypothekenkrise geschwächten Banken. Dafür hätten sie hier in Deutschland 6,5 Millionen Fertighäuser kaufen können. Darin könnten 25 Millionen Menschen leben. In einer Fertighaussiedlung, die so viele Einwohner hätte wie alle Großstädte Deutschlands zusammen. Unglaublich. Das geht seit den 60er Jahren so. Seit damals steigt die Staatsverschuldung Deutschlands stetig an. Hat der Bund etwa am Morgen zu wenig Geld, um seine Rechnungen zu bezahlen, wird das kurzerhand besorgt. Schnellverschuldung. Heute konkret war es zum Beispiel so, dass wir eine Summe von etwa 4 Milliarden Euro im Markt aufnehmen mussten. Also die Bundesrepublik Deutschland braucht heute 4 Milliarden Euro. Völlig richtig. Rufen an und wenn der Kontrahent eben gerade dieses Volumen zur Verfügung hat, dann versuchen wir uns auf einen Zinssatz zu einigen. Und dann ist das Geschäft gemacht und das Geld fließt in unsere Kassen. An diese Zahlen gewöhnt man sich, ob da 3 Nullen mehr dran hängen oder 3 Nullen weniger da sind. Das geht in Fleisch und Blut über, das lässt einen nicht mehr schlecht schlafen. Der Staat als Schuldner ist so begehrt, dass die Banken sich überbieten, um ihm Geld zu leihen. Wir haben heute zum Beispiel 6-monatige Schatzanweisungen des Bundes verauktioniert. Das heißt, wir bieten die einer bestimmten Bankengruppe an. Und wir wollten eigentlich 5 Milliarden aufnehmen und die Banken haben uns Gebote für 17,3 Milliarden reingereicht. Denn für sie kann der Staat nicht genug Schulden machen, die Banken, Profiteure der Verschuldung. Für jeden Kredit kassieren sie Zinsen und Provisionen, jedes Jahr zig Milliarden Euro. Ein Bombengeschäft und ganz diskret abgewickelt. Kein Wunder, dass die Liste der Gläubigerbanken nicht unbedingt an die Öffentlichkeit soll. Denn ihnen gehört Deutschland. Ganz oben die Deutsche Bank, dann Morgan Stanley, Dresdner Bank, Merrill Lynch. Die Crème de la Crème der internationalen Hochfinanz. Kreditsummen und Zinsgewinne werden gehandelt wie Staatsgeheimnisse, Interviewanfragen zwecklos. Das machen wir jetzt seit über 30 Jahren. Zahlen auch nichts zurück. Wenn ein Kredit fällig wird, wird ein neuer aufgenommen, um den alten abzulösen. Jetzt hat Eichel versprochen, spätestens 2006 keinen Cent neue Schulden mehr zu machen. Doch ein Hintertürchen hält auch er sich noch offen. Und so bankrott ist der Staat. 752 Milliarden Euro hat sich allein der Bund seit 1980 geliehen. Das Geld wurde komplett gefressen von den 903 Milliarden Euro Zinsen, die er für diese Kredite zahlen musste. Die Zinsen werden immer höher sein, auf Dauer, als das, was man sich
durch Kredite erkauft hat. Das heißt, es ist ja jetzt auch schon festzustellen, dass die Defizite, die man macht, auf Dauer nicht ausreichen können, um die Zinslasten abzudecken. Was bedeutet das wiederum? Dass man zusätzliche Zinslasten wiederum über Steuern finanzieren muss. Also resultiert aus der Staatsverschuldung letztlich nur eine höhere Steuerlast. Man hat niemandem etwas Gutes getan, es sei denn den Wertpapierhaltern. Es ist auch durchaus möglich, dass wir unsere Staatsfinanzen ganz zugrunde richten. Noch ein, zwei Jahrzehnte weiter in dieser Musik, dann gibt es einen anderen Staat. Stellen Sie sich vor, ein großzügiger Geldgeber macht Ihnen zwei Angebote. Entweder Sie bekommen ein Jahr lang jede Woche 10.000 Euro geschenkt, oder Sie bekommen in der ersten Woche nur einen Cent und der Betrag wird in jeder darauffolgenden Woche verdoppelt. Für ein ganzes Jahr also 52 Wochen. Was würden Sie nehmen? Die erste Rechenaufgabe ist überschaubar. Am Ende haben Sie 520.000 Euro. Was aber bringt das zweite Angebot? In der zweiten Woche bekämen Sie 2 Cent, in der dritten Woche 4, in der vierten Woche 8 Cent. In der achten Woche 1,28 Euro, während die andere Option schon 80.000 Euro bedeutet. Nach Woche 21 bekämen Sie dann auch 10.000 Euro, wie in dem ersten Angebot. Nach 26 Wochen hätten Sie das Vermögen im ersten Angebot überholt. Eine Woche später dann schon doppelt so viel. In der 52. Woche sind Sie der reichste Mensch der Welt, denn Sie bekommen 22 Billionen geschenkt. Das ist 10-mal mehr als das deutsche Bruttosozialprodukt von etwa 2,5 Billionen. Exponentielles Wachstum können wir uns nur sehr schwer vorstellen. In Deutschland zum Beispiel begann das Wachstum 1948 mit der Einführung der D-Mark. Die Geldvermögen sind seitdem exponentiell gewachsen. Das Geld ist letztendlich nicht mehr durch reale Werte gedeckt. Nach 60 Jahren kommt es 2008 zum Crash. Der Fehler steckt im System. Die nächste Krise ist schon programmiert. Wie werden die Zinsen gezahlt? Die meisten Menschen glauben, dass nur derjenige Zinsen zahlt, der sich auf der Bank Geld leiht. Sie wissen nicht, dass die Zinsen, die der Produzent von Gütern an die Bank zahlt, um zum Beispiel Maschinen zu kaufen, immer in die Preise der Produkte hineingerechnet werden. Der Zins fließt in alle Kalkulationen ein und steckt in allen Preisen, auch in denen von Milch, Brot und Eiern. Der Trink- und Abwasserpreis enthält durchschnittlich 15% Verzinsung. Die Mieten enthalten in den meisten Fällen über 50% Kapitalkosten. Im Durchschnitt gehen mindestens 30% der Ausgaben in Zinszahlungen. Wer profitiert von den Zinsen? Jeder Anleger freut sich über Zinseinnahmen. Sind die höher als die Zinsausgaben, hat man verdient. Aber wie ist es mit den Ausgaben durch die versteckten Zinsen? Schauen wir uns die deutsche Bevölkerung in 10 gleich großen Gruppen an. 80% zahlen mehr Zinsen, als sie aus Geldanlagen und aus Lebensversicherungen einnehmen. Bei weiteren 10% sind Zinszahlungen und Zinseinnahmen etwa ausgeglichen. Höchstens 10% profitieren. Rechnet man Zinslast und Zinsertrag gegeneinander auf, wird klar, der Mittelstand zahlt die meisten Zinsen. Nur die reichsten 10% der Bevölkerung verdienen. Sie bekommen ca. 60% der Zinsen und damit ein leistungsloses Einkommen. Das Geldsystem sorgt für systematische Umverteilung von der Mehrheit der Bevölkerung zu der vermögenden Minderheit. Vor allem der Mittelstand trägt eine unverhältnismäßig große Last durch die Zinsen in allen Krediten. Von den Schulden profitieren die Banken. Ihr Ziel ist, aus Geld noch mehr Geld zu machen. 2011 belief sich der Wert aller weltweit geschaffenen Güter und Leistungen auf 70 Billionen US-Dollar.
Die Aktienmärkte setzten ca. 63 Billionen um, die Derivatemärkte ca. 708 Billionen und die Devisenmärkte ca. 1007 Billionen. Die Finanzmärkte sind um ein Vielfaches größer als die Basis, das Weltbruttosozialprodukt. Weitere Folgen der Fehler im Geldsystem sind Inflation, ständig wachsende Schulden und die Notwendigkeit, immer weiter wachsen zu müssen. Nun ist eine Finanzwirtschaft, die an Systemfehlern leidet, kein Naturgesetz, sondern von Menschen erfunden. Wir können das Geldsystem auch neu gestalten. Ohne Zinseszins und Wachstumszwang. Und ohne Umverteilung zugunsten der Vermögenden. Die wichtige Frage bleibt nun: Können wir dies erreichen? Und wie? Ich spüre die Möglichkeit von revolutionären Veränderungen auf der Welt. Die Investmentbanken spielen wieder genauso verrückt, wie sie 2007 verrückt gespielt hatten und wie sie 2006 und 2005 verrückt gespielt hatten. Eine der wichtigsten Lehren aus der Krise des Jahres 2008 und 2009 ist bisher nicht gezogen worden. Und damit sind sie beim Euro. Der Fernsehsender CNBC machte auf die jüngste 200 Millionen Dollar schwere Wette von Lord Jacob Rothschild aufmerksam. Mit dieser Wette setzt er derzeit auf den endgültigen Untergang des angeschlagenen Euro. Und jedenfalls sich bewusst sein, dass ein Exportüberschuss von 5% des Sozialprodukts ein Verstoß ist gegen die Vernunft. In einigen US-Bundesstaaten liegt die Arbeitslosenquote bei über 13%, während sie in North Dakota gerade mal 3,3% beträgt. Auch die Löhne stiegen in dem Staat im mittleren Westen der USA überdurchschnittlich. Die Steuern wurden stetig gesenkt und seit 10 Jahren ging keine einzige Bank mehr pleite. Was ist das besondere Geheimnis von North Dakota? Es ist der einzige Bundesstaat, der über eine staatliche Bank verfügt. Die Bank of North Dakota. Bei dieser staatseigenen Bank deponiert der US-Bundesstaat seine Steuereinnahmen und investiert sie im eigenen Bundesstaat. In anderen Bundesstaaten hingegen werden die Milliardenbeträge an Steuereinnahmen bei Privatbanken deponiert. Und diese investieren in riskante Transaktionen für Gewinne außerhalb des Bundesstaates, für deren Verluste jedoch der Steuerzahler aufkommen muss. Es fragt sich, warum folgen die anderen Staaten nicht dem erfolgreicheren Beispiel von North Dakota? Liegt dies etwa an den meist skrupellosen Besitzern der Privatbanken? Allem voran der Fed, der Federal Reserve Bank? Vor dem 11. September 2001 gab es nachgewiesenermaßen 7 unabhängige Notenbanken. Afghanistan, Irak, Sudan, Libyen, Kuba, Nordkorea und Iran. Im Jahr 2003 jedoch wurden Afghanistan und Irak von der Rothschild-Familie geschluckt. Und im Jahr 2011 war es auch um die Unabhängigkeit von Sudan und Libyen geschehen. In Benghazi, Libyen, wurde eine Rothschild-kontrollierte Notenbank etabliert, während sich das Land noch mitten im Krieg befand. Bezeichnenderweise gelten die oben genannten Staaten nach einem Ausspruch des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush als die Achse des Bösen. Wenn man die Kontrolle über die Nahrungsmittel hat, hat man die Kontrolle über das Volk. Hat man die Kontrolle über das Erdöl, so hat man die Kontrolle über die Nation. Wenn man die Kontrolle über das Geld hat, kontrolliert man die Welt. Der Spruch "Geld regiert die Welt" ist nicht nur sehr bekannt, sondern entspricht auch der Wahrheit. Wer ist es also, der die Welt in Wirklichkeit kontrolliert? Die laut Forbes 691 Reichsten haben zusammen ein sichtbares Vermögen von ca. 2200 Milliarden Dollar. Das unsichtbare Vermögen der Familie Rothschild wird auf ca. 100.000 Milliarden geschätzt. Deswegen sagte Maya Angelou Rothschild auch: "Mir ist egal, welche Marionette auf dem Thron von England für die Verwaltung eines Imperiums sitzt, wo die Sonne nie untergeht.
Der Mann, der die britische Geldmenge kontrolliert, steuert das britische Imperium. Und ich kontrolliere die britische Geldmenge. Gib mir die Kontrolle über das Geld einer Nation und es interessiert mich nicht, wer dessen Gesetze macht. Mitte des 19. Jahrhunderts dominierten die Rothschilds Europas Bankgeschäfte und wurden damals bereits zu einer der reichsten Familien der Welt. Wussten Sie, dass ein bekannter amerikanischer Journalist namens William Dean A. Garner, der auch für die New York Times schreibt, in jahrelanger Recherche herausfand, dass fast alle National- und Notenbanken von einer einzigen privaten Familie kontrolliert werden? Wussten Sie, dass die größte Notenbank der Welt, die Federal Reserve Bank, ein unabhängiges, unkontrolliertes Unternehmen ist, welches 8 Privatfamilien gehört? Wussten Sie, dass bei diesen Familien nahezu alle Geldvermögen dieser Welt deponiert sind? Wussten Sie, dass ein großer Teil aller Zinszahlungen dieser Welt bei diesen Familien ankommen? Da möchte ich Sie einfach mal auf einen Paragraphen hinweisen, und zwar ist das der Paragraph 89 Versicherungsaufsichtsgesetz. Ergibt sich bei der Prüfung der Geschäftsführung der Vermögenslage eines Unternehmens, dass dieses für die Dauer nicht mehr imstande ist, seine Verpflichtung zu erfüllen, sprich Schadenleistungen zu zahlen, dann kann die Aufsichtsbehörde etwas anordnen, nämlich alle Arten Zahlungen, besonders Versicherungsleistungen, Gewinnverteilung und bei Lebensversicherung der Rückkauf oder die Beleihung des Versicherungsscheins sowie Vorauszahlungen darauf können zeitweilig verboten werden. Das heißt, es kann sein, wenn es der Lebensversicherung mal richtig schlecht geht oder die allgemeine wirtschaftliche Lage katastrophal ist, kann also die BaFin anordnen, dass Versicherungsleistungen, Ablaufleistungen, Todesfallleistungen und so weiter aus Lebensversicherung nicht ausbezahlt werden. Das BaFin kann dann auch noch etwas anderes machen. Sollte es nämlich so sein, wie eben angesprochen, kann die BaFin auch sagen, jetzt gucken wir erstmal, was die Lebensversicherung so alles im Bestand hat. Schauen wir mal, was alles da ist. Und dann können die Deckungsrückstellungen herabgesetzt werden und danach die Versicherungssummen neu festgestellt werden. Sie können auch unmittelbar herabgesetzt werden. Und die Behörde kann dabei unregelmäßig vorgehen. Das heißt, bei der einen Gesellschaft können Sie vielleicht Glück haben, bei der anderen etwas weniger. Das bedeutet aber, bei Ihren Verträgen werden sie laufen, die Versicherungsleistungen, die Ablaufleistungen, sprich die ganzen Werte, heruntergesetzt. Und der Clou finden Sie im letzten Satz des Absatzes 2, die Pflicht der Versicherungsnehmer, die Versicherungsentgelte in der bisherigen Höhe weiterzuzahlen, wird durch die Herabsetzung nicht berührt. Das ist schon eine dolle Nummer. Das heißt, die Versicherungsleistungen werden herabgesetzt, Sie zahlen aber den alten Beitrag weiter. Mahlzeit. Gut, wie sieht es bei den Banken aus, von wegen sichere Geldanlagen? Ich habe hier mal die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutschen Bank. Das betrifft jetzt nicht nur die Deutsche Bank, das betrifft alle Banken, Sparkassen, Volks- und Genossenschaftsbanken. Die Geschäftsbedingungen sind in dieser Beziehung alle gleich. Unter Punkt 20 steht Einlagensicherungsfonds. Schutz der Einlagen. Das heißt, die Gelder, die Sie bei der Bank haben, auf dem Girokonto, Tagesgeldkonto, Sparbuch, wie auch immer. Ergänzende Geltung des Statuts des Einlagensicherungsfonds. Wegen weiterer Einzelheiten des Sicherungsumfanges wird auf § 6 des Statuts des Einlagensicherungsfonds verwiesen, das auf Verlangen zur Verfügung gestellt wird. In diesem Statut des Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Deutscher Banken finden Sie unter § 6 nämlich folgendes: Umfang der Einlagensicherung. Aber unter Punkt 10 steht der entscheidende Satz. In Punkt 10 steht: Ein Rechtsanspruch auf ein Eingreifen oder auf Leistungen des Einlagensicherungsfonds besteht nicht. Das heißt, Sie können ja gerne hoffen, dass im Falle der Schieflage Ihrer Bank Sie Geld bekommen, aber Sie haben keinen Rechts. Und Sie haben auch keinen Rechtsanspruch auf irgendeine Entschädigung aus dem Einlagensicherungsfonds. Und jedenfalls diese Meinung teilen auch die Richter des Landgerichtes Berlin, die nämlich zum Nikolaus 2010 eben genau das bestätigt haben, dass laut der Satzung dieses Bundesverbandes der Deutschen Banken Kunden im Falle eines Falles keinen Anspruch auf Entschädigung haben. Also den Einlagensicherungsfonds können Sie sich, wie auch immer Sie diesen Satz beenden wollen. Auf einem Planeten mit 10 Lebewesen wird Geld in Form von Lederstücken eingeführt. Jeder erhält 10 Stück zu einem Zinssatz von 10%. Am Ende müssen also 110 Stücke zurückgezahlt werden,
obwohl es nur 100 gibt. Woher kommt der Rest? Einer muss all seine Lederstücke verlieren, damit die anderen genug haben, um die Zinsen zu zahlen. Weil niemand am Ende ohne Geld dastehen möchte, werden sich also alle bemühen, so viel wie möglich zu verdienen. Doch so sehr sich auch alle bemühen, am Ende wird irgendwo Geld fehlen. Und woher bekommt man Geld? Eben. Da das Buchgeld, welches ja eigentlich nur einen Anspruch auf Bargeld darstellt, so praktisch und schnell ist, wird das eigentliche Bargeld kaum noch benötigt. Wenn es jetzt sowieso nicht mehr abgeholt wird, kannst du den Anspruch darauf doch gleich mehrmals vergeben. Falls doch nochmal jemand Bargeld abheben möchte, hältst du einfach eine kleine Mindestreserve bereit, so circa 2-10% sollten reichen. Durch die Vergabe der Kredite entsteht hier Geld, für das die Bank Zinsen erhält. Durch diese Zinsen entsteht der Bedarf an zusätzlichem Geld, welches wiederum durch einen Kredit entsteht, auf den wieder Zinsen gezahlt werden müssen. Das System macht sich hier selbstständig. Solange alle Beteiligten des Spiels einander vertrauen, funktioniert das System. Geht das Vertrauen aber verloren und wollen zum Beispiel alle Spieler gleichzeitig ihr virtuelles Geld in Bargeld umtauschen, bricht das System zusammen. Spielende. Dann ist das Geld halt weg. Womöglich am schnellsten gebrochene Wahlkampfversprechen der Bundeskanzlerin. Und das ausgerechnet beim Thema Finanzkrise. Wir wollen nicht, dass die Steuerzahler Banken retten müssen, sondern dass Banken sich selber retten. Wenn Banken insolvent werden, dann können das nicht die Steuerzahler das Risiko übernehmen. Das müssen dann schon diejenigen, die in guten Zeiten mit Banken und mit Geldanlagen Geld verdienen. Die tragen auch das Risiko. Nie mehr Steuerzahlergeld für Banken. So lautet das große Versprechen. Milliarden hat die Bundesregierung vor allem in die Commerzbank und in die Hypo Real Estate gepumpt. Steuergelder für Finanzunternehmen, ungeheure Summen. Der jetzige Richtlinienentwurf macht die Tür auf und ermöglicht es für, so heißt es dort, gesunde Banken mit tragfähigem Geschäftsmodell auch vorher schon Hilfszahlungen von staatlicher Seite zu gewähren. Ich frage mich an der Stelle aber, wenn eine Bank gesund ist, wenn sie ein tragfähiges Geschäftsmodell hat, wozu braucht sie dann staatliche Hilfszahlungen? Ein Erfolg auf ganzer Linie für die Finanzlobbyisten. Und so jubelt ein internes Positionspapier der Ratingagentur Standard & Poor's. Neue EU-Richtlinie erlaubt Regierungen, Banken mit Steuergeldern zu retten. Die nächste Krise kommt bestimmt. Und diese Krise könnte so richtig teuer werden. Die Gesamtsumme, die den EU-Banken fehlt, beläuft sich auf 949 Milliarden Euro. Das ist 8-mal das Budget der Europäischen Union. Keine guten Aussichten. Schon gar nicht für Steuerzahler. Ich befürchte, dass wieder, wie auch 3-4 Mal im Falle Griechenlands, ein fauler Kompromiss gefunden wird, der letztlich auch in den Taschen der Kleinen hängen bleibt. Löhne werden gekürzt, Beamte entlassen. Renten gestrichen. Man wird es bei den Sparern holen und das ist grundsätzlich so. In den USA hält man offenbar wenig von den Europäern. Man misstraut ihnen und will deshalb ziemlich genau wissen, was Staatsmänner, Manager und andere Entscheidungsträger in Good Old Europe so im Schilde führen. Dass man sie dazu bespitzelt, ist nicht ganz neu. Dass aber ausgerechnet die Deutschen US-Spionen dabei helfen, ist ein starkes Stück. Wenn unsere französischen Nachbarn, europäische Firmen oder Brüsseler Politiker vom deutschen Geheimdienst belauscht werden, ist das nicht nur peinlich, sondern ein handfester Skandal. Kein Wunder also, dass sich die Bundesregierung ahnungslos gibt. Ist sie das? Deutschland scheint ein Paradies zu sein für US-Spione und das könnte auch die Kanzlerin in Teufels Küche bringen. Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Muss auch nicht sein. Es gibt ja den BND. Seit 2004 stolzer Hausherr dieser Abhöreinrichtung in Bad Aibling.
ein Geschenk der NSA. Der amerikanische Freund füttert die neuen Hausherren mit sogenannten Selektoren, also Telefonnummern, E-Mail und IP-Adressen. Offiziell alles für den Antiterrorkampf. Tatsächlich aber soll der BND für die USA auch Wirtschaftsunternehmen und europäische Politiker ausspionieren. Bereits 2008 und 2010 wird das Kanzleramt informiert. Die Einspeisung regelwidriger Suchbegriffe durch die Amerikaner bestätigt BND-Chef Schindler Mitte März. Doch auf eine Anfrage der Linken-Fraktion teilt das Innenministerium vor 2 Wochen mit, es liegen weiterhin keine Erkenntnisse zu angeblicher Wirtschaftsspionage durch die NSA vor. Wenn Sie von alledem nichts gewusst haben, wie Sie sagen, dann sind Sie ausgesprochen schlechte Kontrolleure und Leiter. Und wenn Sie es gewusst haben, haben Sie sich an Straftaten beteiligt. Im Kanzleramt brennt jetzt die Hütte. Große Defizite beim BND, heißt es. Was das für Defizite sind? Seit wann das Kanzleramt diese kennt? Und wen genau der BND für die USA ausspionieren sollte? Nachfragen unerwünscht. Ich verweise auf die Presseerklärung, der ich hier nichts hinzuzufügen habe. Ich bin gar nicht in der Lage, über diese Presseerklärung hinaus Ihnen darüber zu berichten. Lesen Sie die Presseerklärung und ziehen Sie daraus Ihre eigenen Schlüsse. Ich habe dem Text der Presseerklärung... BDI-Chef Ulrich Grillo bezeichnet das Verhältnis zwischen Staat und Industrie als erheblich belastet und erwartet, dass die ausgespähten Unternehmen unverzüglich darüber informiert werden, ob und welche Daten wann an die US-Dienste weitergegeben wurden. Ich finde es halt unmöglich. Sie wollen doch auch, dass man da irgendwie einen Weg findet. Ja, natürlich. Ich finde, dass das offengelegt werden muss. Ich finde aber auch das Verfahren zu sagen, wir müssen ja mindestens in Ihrem Gremium, ich finde sogar eigentlich öffentlich, weil es geht hier um Straftaten. Und ich finde auch nicht, dass man darauf warten darf, ob die USA, ob der NSA jetzt zustimmt, dass wir diese oder dass der BND diese Begriffe öffentlich macht. Es war offensichtlich rechtswidrig, was dort herangetragen wurde. Und natürlich braucht man da keine Zustimmung. Und ich wollte auch noch etwas sagen, weil Sie sagen, es ist ja gut, dass diese 40.000 gefiltert wurden. Also zum einen ist überhaupt nicht klar, ob die nicht vorher auch angewandt wurden. Das ist offen. Und dann muss man einfach sagen, wenn man der Presse glaubt, und das tue ich mal in dem Fall, andere Informationen habe ich nicht, gibt es jährlich Anfragen in mehrstelliger, also in Millionenhöhe. Also es geht irgendwie um fast 8 Millionen IP-Adressen und E-Mail-Adressen. Es geht um zig hunderttausend Telefonnummern, die angefragt werden, wo der BND quasi Informationen liefern soll. Und wenn dann gerade mal 40.000 rausgefiltert werden, dann muss ich sagen, dann graust mir. Und es ist auch dieses ganze Verfahren in Deutschland illegal. Man darf nicht anlasslos solche Massenüberwachung machen. Und das zeigt natürlich auch, wie völlig fatal dieses Agieren ist. Und deswegen auch noch mal, was die Aufklärung angeht. Also auch Frau Merkel hat ja jetzt noch mal gesagt, wir wollen alle aufklären. Also der erste Schritt zur Aufklärung wäre ja zum Beispiel schon gewesen, nach 2013 Edward Snowden nach Deutschland zu holen und zu befragen. Er ist ja sozusagen der Hauptzeuge in diesem ganzen Sachverhalt. Das hat man nicht gemacht. Man hat auch seitdem im Grunde keine Schritte unternommen, um tatsächlich diesen ganzen Sumpf irgendwie trocken zu legen. Man hat jetzt zum Beispiel auch noch mal mit dem Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung noch mal eine Möglichkeit geschaffen, wo natürlich noch mehr Übergriffe stattfinden werden, weil Daten, die gespeichert werden, kann man natürlich noch viel besser abgreifen als Daten, die man sozusagen direkt in Echtzeit holen muss. Und natürlich, die NSA alleine käme nicht an die Telekom-Verbindungen ran. Sie braucht dafür den BND. Und der BND macht die Zuarbeit. Und ich finde, das grundsätzliche Problem ist, wie kann man mit einem Geheimdienst zusammenarbeiten, wie kann man mit einem Geheimdienst kooperieren, der erklärtermaßen das Ziel hat, Deutschland, deutsche Bürger auszuspionieren. Also solange es kein No-Spy-Abkommen gibt, solange nicht diese gegenseitige Spionage ausgeschlossen wird, solange muss diese Kooperation absolut auf Eis gelegt werden. Sonst ist alles Heuchelei, was öffentlich erklärt wird. Also ich muss Folgendes ganz kurz sagen. 1955 wurde das Besatzungsstatut formal aufgehoben, weil Adenauer natürlich den Leuten sagen wollte, wir sind nicht mehr besetzt. Die Amerikaner wollten aber gleiche Rechte haben. Da sind lauter Geheimabkommen geschlossen worden, die bis heute gelten. Die sind auch beim 2+4-Vertrag nicht aufgelöst worden. Und das setzte die Rechte der Amerikaner fort. Und nun gibt es
Informationen, dass massenhaft Daten aus der Industrie zum Beispiel geklaut worden sind. Ich bitte Sie, die machen doch auch Industriespionage. Da entdeckt ein Ingenieur bei uns was, dann melden die Amerikaner das Patent an und wir müssen dann dafür bezahlen. Na, dagegen muss doch mal eine Bundesregierung was tun. Und wenn massenhaft Daten unserer Bürgerinnen und Bürger erfasst worden sind, erst recht. Wissen Sie, ich will nichts vergleichen, aber ich finde, anstatt immer zu sagen, alles erledigt und wir reden nicht mehr, sollten Sie mal sagen, dass Sie aktiv werden und dem Obama sagen, wir kündigen diese Verträge auf. Die brauchen wir nicht mehr. Und das wäre mal ein richtiger Schritt, aber das machen Sie nicht. Jetzt interessieren würde ich, ob es richtig ist, dass wir heute noch, und ich nehme diesen Hinweis der Stuttgarter Zeitung, dass wir heute noch sozusagen unter Besatzungsrecht stehen. Das heißt, dass, wenn der Fall einträte, die früheren Siegermächte Weisungen erteilen können an die Bundesrepublik Deutschland bzw. an ihre Regierung. Hintergrund ist ja wohl dann, dass wir bis heute keinen Friedensvertrag haben. Und erst wenn wir einen Friedensvertrag hätten, wäre das Besatzungsrecht obsolet. Ich glaube, es ist angekommen als Frage. Ja. Das wäre meine Frage. Also ich glaube, wir sind da jetzt schon ein Stück vorangekommen. Erstens war ja mit dem Einigungsvertrag, also und dem 2+4-Abkommen, eigentlich die deutsche Souveränität hergestellt. Und wir haben jetzt festgestellt, dass es dennoch alte Abkommen gab, von 1968, als in Deutschland das sogenannte G10-Gesetz gemacht wurde, was die Arbeit der Geheimdienste regelt, die darauf hingedeutet haben, dass in bestimmten Fällen die, sag ich mal, Souveränität unseres Geheimdienstes nicht voll gewährleistet gewesen wäre. Und wir haben jetzt die ganzen Diskussionen um die Zusammenarbeit der Dienste genutzt, um diese alten sogenannten 68er-Vereinbarungen mit Frankreich, Großbritannien und den Vereinigten Staaten von Amerika zu beenden. Ganz formell durch Verbalnotenaustausch, wie das heißt, zu beenden. Und damit ist auch in diesem letzten Bereich unsere Souveränität hergestellt. Und ich glaube, damit haben wir eigentlich das Problem gelöst. Das ist jetzt vor wenigen Tagen passiert. Dass wir heute noch sozusagen unter Besatzungsrecht stehen. Hintergrund ist ja wohl dann, dass wir bis heute keinen Friedensvertrag haben. Nun möchte ich etwas zum zweiten Thema sagen. Also jetzt ist ja Edward Snowden bereit gewesen, der ARD ein Interview zu geben. Das ist mit Spannung gehört worden. Und etwas, was ich ihm von Anfang an gesagt habe, hat er bestätigt, dass es natürlich auch und in nicht geringem Umfang um Wirtschaftsspionage geht. Ging und geht. Das ist deshalb interessant, weil zwei Umstände damit verbunden sind. Das eine, dass Wirtschaftsspionage mit dem Kampf gegen Terrorismus doch wohl gar nichts zu tun hat, wenn ich das richtig verstehe. Das heißt, dass da eine Motivation vorgegeben ist, die schon dadurch widerlegt ist. Zum Zweiten, dass unsere Bundesregierung schon nichts macht, um die 80 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner vor Ausspähung zu stützen, ist ja schon ein starkes Stück, für mich sogar das Stärkere. Aber dass sie auch nichts macht, um die Unternehmen vor Spionage zu schützen aus den USA und Großbritannien
und anderen drei weiteren Ländern, die zu den berühmten fünf Eis, fünf Augen gehören, also noch Neuseeland, Kanada und Australien, finde ich geradezu grotesk. Und damit verletzen sie auch ihren Amtseid, nämlich Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Und dass jetzt die Linke in Deutschland zum Schutz der Unternehmen aufrufen muss, weil weder die Konservativen noch die Sozialdemokraten noch die FDP noch sonst jemand dazu in der Lage ist, ist vielleicht auch ein neuer Umstand, den wir mal registrieren müssen und zur Kenntnis nehmen sollten. Aber so sieht die Realität aus. Ich darf noch auf etwas hinweisen, das ist mir ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Noch niemals hat sich eine Aussage des Herrn Snowden als falsch herausgestellt. Noch nie. Deshalb, weil er es immer belegen kann, sonst würde er es ja auch gar nicht sagen. Deshalb, wenn er jetzt sagt, selbstverständlich ist auch die ganze Zeit Wirtschaftsspionage betrieben worden, kann man davon ausgehen, dass es stimmt. Hans-Peter Uhl, der Unions-Innenpolitik-Experte, sagt, es sei auch eine Verleumdung von Mitarbeitern der deutschen Geheimdienste, was der Herr Steinmeier indirekt macht. Hat er recht? Ach, wissen Sie, ich glaube, die können sich besser schützen. Die brauchen wirklich nicht meinen Schutz, sage ich mal, die Mitarbeiter der Geheimdienste. Aber das Verhältnis müssen wir doch mal klären. Ich meine, ich muss Ihnen mal ganz ernsthaft sagen, dass das Besatzungsstatut immer noch gilt. Wir haben nicht das Jahr 1945, wir haben das Jahr 2013. Könnte man das nicht mehr aufheben und die Besatzung Deutschlands beenden? Also ich finde, es wird höchste Zeit. Also ein paar mutige Schritte müssen gegangen werden. Und mich stört auch, dass unsere Bundeskanzlerin nichts macht. Die müsste jetzt ja eigentlich täglich mit Obama telefonieren und versuchen zu klären, um dann der Bevölkerung zu sagen, das wird so und dann beendet. Und es gibt solide öffentliche Finanzen auch nicht, wenn gerade die reichsten Familien und die größten Konzerne kaum noch einen müden Euro zur Finanzierung des Gemeinwesens beitragen und der Staat dabei wegschaut. Und deswegen ist für mich die schwarze Null eigentlich ein Ausdruck einer Nullkompetenz in der Wirtschaftspolitik. Das ist das Urteil des Wirtschaftsweisen Peter Bofinger über Ihre Politik, Frau Kanzlerin. Oder vielleicht erinnern Sie sich auch noch, was Sie im August im schönen Lindau am Bodensee von den Wirtschaftsnobelpreisträgern zu hören bekommen haben. Ich gebe eine kleine Kostprobe. Merkel verfolgt eine völlig falsche Politik. Merkel scheint den Ernst der Lage nicht kapiert zu haben. Merkels Rede sei eine einzige Katastrophe gewesen. Wohlgemerkt, das ist kein Mitschnitt aus einer Mitgliederversammlung der Linken. Das waren die Urteile international renommierter Wirtschaftsnobelpreisträger über Ihre Politik, Frau Merkel. Und wenn Sie vielleicht mal zuhören könnten, vielleicht würde Ihnen das zu denken geben. Aber offensichtlich interessiert Sie das überhaupt nicht. Weggucken, weggucken, wegducken, wegreden. Das ist Ihr Dreiklang im Umgang mit den Gefahren und Problemen der Gegenwart. Man hat allerdings den Eindruck, es gibt etwas, das Ihnen, Frau Merkel, noch wichtiger ist als die Interessen der deutschen Unternehmen. Und das sind die Interessen der amerikanischen Regierung und der amerikanischen Wirtschaft. Bei Ihrer Rede in Sydney, Frau Merkel, haben Sie sich ja furchtbar darüber empört, dass es 25 Jahre nach dem Fall der Mauer immer noch altes Denken in Einflusssphären gibt, dass das internationale Recht mit Füßen tritt. Wer hätte das für möglich gehalten, wurden Sie zitiert. Also da fragt man sich doch ernsthaft, Frau Merkel, wo leben Sie eigentlich? Und wo haben Sie in den letzten Jahren gelebt? Wo haben Sie gelebt, als die USA das internationale Recht im Irak mit Füßen getreten haben, um ihre Einflusssphäre auf das irakische Öl auszudehnen? Wo waren Sie, als unter Beteiligung Deutschlands das internationale Recht in Afghanistan mit Füßen getreten wurde und wird? Wo waren Sie, als Libyen bombardiert wurde, als die syrische Opposition aufgerüstet wurde, Waffenlieferungen an den IS eingeschlossen? War das alles Ihrer Meinung nach in Übereinstimmung mit dem internationalen Recht? Und selbstverständlich ging es da auch nie um Einflusssphären. Ich darf Ihnen die Lektüre eines Buches empfehlen von Zbigniew Brzezinski, langjähriger Vordenker der US-Außenpolitik. Das Buch aus dem Jahr 1997 trägt den schönen Titel »Die einzige Weltmacht – Amerikas Strategie der Vorherrschaft«. In Bezug auf Europa plädiert Brzezinski dort für eine konsequente NATO-Osterweiterung, zunächst nach Mitteleuropa, dann nach Süden und über die baltischen Republiken und schließlich bis zur Ukraine. Und zwar weil, wie der Autor schlüssig begründet, ich zitiere, mit jeder Ausdehnung
automatisch auch die direkte Einflusssphäre der Vereinigten Staaten erweitert wird. Dieses alte Denken in Einflusssphären, was ja sehr erfolgreich umgesetzt wurde, das ist Ihnen wirklich nie aufgefallen, Frau Merkel. Und da gehörten Sie doch zu denen, die genau das weiter umgesetzt und unterstützt haben in Europa. Sie gehörten doch zu den Vasallen, um in der Sprache Brzezinskis zu bleiben, die genau diese Strategie mitgetragen haben. Aber ich war bei Brzezinski und bei der NATO-Osterweiterung und bei der deutschen Politik in dieser Hinsicht. Frau Merkel, jetzt haben Sie Deutschland in die Neuauflage eines Kalten Krieges mit Russland hineingetrieben, der das politische Klima vergiftet und den Frieden in ganz Europa gefährdet. Sie haben einen sinnlosen Wirtschaftskrieg angezettelt, der vor allem der deutschen und der europäischen Wirtschaft massiv schadet. Und wenn Sie da so herumstöhnen, Sie müssen ja nicht in den Unternehmen sitzen, wo die Aufträge zusammenbrechen. Sie sind da nicht Arbeitnehmer oder Unternehmer. Sie müssen das nicht ausbaden, was Sie angerichtet haben. Sie warnen vor einem Flächenbrand, Frau Merkel. Aber Sie gehören doch zu denen, die mit brennendem Zündholz herumlaufen. Verbale Aufrüstung war noch immer der Anfang von Schlimmerem. Das hat Ihnen Hans-Dietrich Genscher nach Ihrer Rede in Sydney zugerufen. Nein, man muss Putin wirklich nicht mögen. Und man muss auch den russischen Kapitalismus mit seinen Oligarchen nicht mögen. Aber Diplomatie heißt, die Interessen des Gegenübers ernst zu nehmen und sich nicht ignorant über sie hinwegzusetzen. Und es fällt schon auf, wenn inzwischen Helmut Kohl und Michail Gorbatschow nahezu wortgleich warnen, dass ohne eine deutsch-russische Partnerschaft keine Stabilität und keine Sicherheit in Europa möglich ist. Der frühere SPD-Vorsitzende Platzek hat darauf hingewiesen, dass der Handel zwischen Russland und den USA in diesem Jahr gestiegen ist, während der Handel zwischen Russland und Europa und vor allen Dingen Deutschland massive Einbrüche erlebt hat. Als Reaktion arbeitet die CDU daran, sogenannte vermeintliche Russlandversteher wie Herrn Platzek aus dem Petersburger Dialog herauszudrängen. Und statt auf Verstehen setzen Sie offenbar lieber auf Unverstand. In der Ukraine kooperieren Sie mit einem Regime, in dem wichtige Funktionen des Polizei- und Sicherheitsapparates heute mit ausgewiesenen Nazis besetzt werden. Der Präsident Poroschenko redet vom totalen Krieg und hat den Krankenhäusern und Rentnern in der Ostukraine alle Zahlungen abgeklemmt. Und für Premier Jazenjuk sind die Aufständischen, ich zitiere, Unmenschen, die es auszulöschen gilt. Statt sich mit solchen Hasardeuren zu verbünden, brauchen wir endlich wieder eine deutsche Außenpolitik, der die Sicherheit und der Frieden in Europa wichtiger ist als die Anweisungen aus Washington. In einem Jahr, in dem sich der Beginn des Ersten Weltkriegs zum 100. Mal jährt und der Beginn des Zweiten Weltkriegs zum 75. In so einem Jahr, glaube ich, wäre es dringend angebracht, sich an die Aussage Willy Brandts zu erinnern, Krieg ist nicht die Ultima Ratio. Krieg ist die Ultima Irratio. Krieg darf kein Mittel der Politik mehr sein, Frau Merkel. Und deshalb kehren Sie auf den Weg der Diplomatie zurück, stellen die Sanktionen ein. Und sollten sich in der SPD tatsächlich die Stimmen der außenpolitischen Vernunft durchsetzen, von Helmut Schmidt bis Matthias Platzek, dann bitte, Frau Merkel, hören Sie auf Ihren Koalitionspartner. Beenden Sie dieses Spiel mit dem Feuer. Ich fasse zusammen. Ihre Politik, Frau Merkel, spaltet Deutschland und versündigt sich an der Zukunft, weil Sie nicht den Mut haben, sich den organisierten Interessen von Banken und Konzernen entgegenzustellen. Sie haben das Erbe der Entspannungspolitik verspielt und Europa in einen neuen Kalten Krieg und an den Rand eines Flächenbrands geführt, weil Sie nicht den Mut haben, der US-Regierung Paroli zu bieten. Das ist keine Bilanz, auf die Sie stolz sein sollten. Die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes jedenfalls haben eine bessere Politik verdient. Eine Politik, die den Anspruch Wohlstand für alle endlich einmal wieder ernst nimmt und die zurückkehrt zu einer Politik der guten Nachbarschaft mit allen europäischen Nachbarn.
Das Wort hat die Bundeskanzlerin, Frau Dr. Angela Merkel. Ich möchte eine Anmerkung noch zu Herrn Köhler machen, auch wenn Sie es für nachgetreten oder Leichenflatterei halten, meine Damen und Herren, aber aus einem ganz bestimmten Grund. Eine belanglos anmutende Bemerkung von Horst Köhler während seiner Zeit als Bundespräsident, die uns allen durch die Lappen gegangen ist. Er hat bei einer bedauerlicherweise beachteten Rede den Satz in den Raum gestellt, der allgemeingut ist in Deutschland. Die Deutschen sparen zu viel, sie sollten mehr ausgeben. Diesen Satz hat Horst Köhler, der gelernter Sparkassendirektor ist, meine Damen und Herren, zu einer Zeit gesagt, als bereits ein Viertel der deutschen Bevölkerung zu diesem Zeitpunkt keinen Heller mehr hatte, den sie ausgeben konnten. Zu einem Zeitpunkt gesagt, zu dem fast die Hälfte der Bevölkerung nichts hatte, was man Vermögen nennen könnte. Und zu einem Zeitpunkt gesagt, wo erkennbar war, wenn er das Statistische Bundesamt gefragt hätte, das ja seinen Namen trägt, er hätte ja jeden Tag vorbeischauen können, dass das Statistische Bundesamt gesagt hat, die deutsche Mittelschicht zerfällt, 95% geraten in die Unterschicht und 5% steigen auf. Gestern hat das Deutsche, Samstag, vor ein paar Tagen, hat das DIW, dieses Institut mit Herrn Zimmermann darauf hingewiesen, dass die deutsche Mittelschicht immer kleiner wird und verarmt. Das war schon zu dem Zeitpunkt bekannt, als Köhler gesagt hat, die Deutschen sparen zu viel, sie sollten mehr Geld ausgeben. Was bedeutet das, meine Damen und Herren? Dieser überaus beliebte Präsident, der beim Volk so beliebt war, hat keinen Kontakt zum wirklichen Volk gehabt. Er hat sich orientiert an denen, die dafür sorgen, dass in jeden Nachrichten, im öffentlich-rechtlichen wie im privaten, ununterbrochen Börsennachrichten laufen, obwohl keine 4% der deutschen Aktien besitzen. An denen hat er sich orientiert. Und deshalb war er kein Präsident des Volkes, meine Damen und Herren. So, da das ja nun alles am Samstag Schnee von gestern gewesen sein wird, habe ich mich dazu entschieden, ein paar allgemeinpolitische Betrachtungen von zeitloser Anmut vorzutragen. Das Unwort des Jahres, meine Damen und Herren, und das wird am Samstag auch noch das Unwort des Jahres gewesen sein, dieses Unwort des Jahres ist auf dem ersten Platz betriebsratsverseucht, zweiter Platz Flüchtlingsbekämpfung, dritter Platz intelligente Wirkmittel. Ich möchte ganz kurz darauf hinweisen, dass es sich hier um kriegerische Begriffe handelt, bei den ersten beiden Fällen, offenkundig kriegerische Begriffe, betriebsratsverseucht, da muss der ABC-Trupp ran, nicht wahr? Und Flüchtlingsbekämpfung, da muss die Infanterie ran. Nicht wahr? Diese Begriffe, meine Damen und Herren, zeigen, ob sie, die wollen das nicht, aber sie werden so benutzt, nicht wahr? Das sind wahnsinnig Unwort des Jahres, dass wir im Krieg leben. Und bekämpft werden die Habernichtse. Solche Begriffe gibt es nicht gegenüber den Wohlhabenden und Reichen im Land. Und der dritte, auf dem dritten Platz der Unworte des Jahres, ist der Begriff intelligente Wirkmittel. Der klingt friedlich, dabei handelt es sich allerdings um intelligente Artilleriemunition. Es ist der Fachbegriff der Streitkräfte und der Artillerie und der Fachzeitschriften für Rüstungsindustrie. Die benutzen den Ausdruck intelligente Wirkmittel für moderne Munition, die zielsuchend ist und sich nicht nur zielsuchend im Weichziel betätigt, sondern auch in der Lage ist, Hartziele eher tendenziell zu verschonen und erst im Weichziel die gewünscht verheerende Wirkung herbeizuführen. Das ist eine Form von Verwirrung der Sprache, wobei Verwirrung noch milde ausgedrückt ist. Wir werden belogen und in einen Krieg geführt mit Begriffen, den wir nicht führen wollen, aber es ist große Mühe in diesem Land dabei, es zu tun. Das waren die Unworte des Jahres. Und jetzt noch zu einem anderen Begriff, der kursiert und den ich ein wenig drehen möchte, nämlich die Überlegung, ob nicht manche Politiker in unserem Land zu opportunistisch sind, meine Damen und Herren. Oder der Vorwurf an Angela Merkel, sie sei orientierungslos und opportunistisch. Ich bitte um Vorsicht, meine Damen und Herren. Wenn Frau Merkel und ihre Regierung opportunistisch gegenüber dem Volkswillen wären, dann gäbe es in Deutschland einen flächendeckenden Mindestlohn, einen Ausstieg aus der Atomenergie
ein Rückzug aus Afghanistan und Berufsverbot für Anlageberater. Das Volk ist nämlich weiter als die Regierung. Es würde lieben gern. Das Volk würde lieben gern den Banken wieder zu dem Ansehen verhelfen, das sie einmal hatten. Nicht als man sie noch als Geldverleiher bezeichnet hat, ein dreckiges Handwerk, das kopierbarer ist, als Ackermänner und Nonnenmacher dieses Landes bei Hofe noch den Dienstboteneingang nehmen mussten, statt als Dudesfreunde herrschend an der Tafel zu sitzen. Das dürfen sie nicht erst, seit sie Kaisern und Königen Wahlketten finanziert und dafür das Monopol auf den Silbertaler gefordert haben und bekommen haben. Wären die Kanzlerin wirklich opportun gegenüber ihrem Volk, dann verlöre sie die Gunst der Geldverleiher. Ihre Macht ist ihr beliebt, meine Damen und Herren. Dass Angela Merkel zur mächtigsten Frau der Welt geführt wurde, ist eine Farce. Sie ist noch nicht einmal die mächtigste Frau im eigenen Land. Dass die Zeitungen jetzt schreiben, Ursula von der Leyen ist die zweitmächtigste Frau in Deutschland, ist eine vertäubte Verdummbeutelung von Ihnen. Und zwar eine bewusste der Presse, die es schreibt. Die mächtigsten beiden Frauen in diesem Land sind Miss Wohn und Friedesbringer. Bertelsmann und Bildkonzern. Die Bildzeitung, die in anderen Bedingungen diese Land ergreift, ja schon den Namen trägt. Bertelsmann und Bild, lautstarke Herolde eines maroden Systems, das weltweit an den Fäden der Geldverleiher zappelt. Eine Handbewegung von Friedesbringer genügt. Lohnschreiber werden die Kanzlerin endgültig vom Thron holen und werfen sich ihrer eigenen Partei zum Fraß vor. Vielleicht erleben wir es schon demnächst. Wahrhaft mächtig sind gewiss, dass sie die Gunst des Volkes schon verloren haben. Das macht die Kanzlerin so wertvoll.
Konkurrenz zwischen allen Politikbereichen haben, die gehen ja in Wahrheit von dem Regelungsmonopol des Nationalstaates aus. Das war die alte Ordnung, die dem Völkerrecht noch zugrunde liegt, mit dem Begriff der Souveränität, die in Europa längst ad absurdum geführt worden ist, spätestens in den zwei Weltkriegen der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Und wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen. Und deswegen ist der Versuch, in der europäischen Einigung eine neue Form von Governance zu schaffen, wo eben es nicht eine Ebene, die für alles zuständig ist und die dann im Zweifel durch völkerrechtliche Verträge bestimmte Dinge auf andere überträgt, nach meiner festen Überzeugung für das 21. Jahrhundert ein sehr viel zukunftsweisenderer Ansatz als der Rückfall in die Regelungsmonopolstellung des klassischen Nationalstaates vergangener Jahrhunderte. Ich möchte Ihnen ganz klar sagen, dass ich ziemlich überzeugt bin, dass wir in einer Zeit von weniger als 24 Jahren. Der gibt sich zerknirscht. Wir sind misstrauischer geworden. Ja, holla die Waldfee, aber auch. Hört doch bitte endlich auf, uns zu verschaukeln und zu beschwichtigen. Sagt doch, wie es ist. Wir sind ein Untertan der USA, ihnen aus diversen historischen und gegenwärtigen Gründen hörig und sehen keine Möglichkeit, das zu ändern. Das ist nun mal der Status quo. Damit müssen wir uns abfinden oder eine langfristige Änderung anstreben. Alles andere ist und bleibt Volksverdummung. Das kann man den Leuten auch so sagen. Sie wissen es doch ohnehin. Inzwischen liegt übrigens eine Strafanzeige aus Österreich gegen die beiden Herren vor, weil sie im Auftrag der USA mit BND und Telekom im Verein eine Nachrichtenleitung der Österreicher angezapft haben. Soweit machen wir es momentan als Schergen in Europa, dass wir uns gegenseitig das Leben schwer machen. Super Sache. Ach, bleiben wir beim Thema US-Militärstrategie. Generalstabschef der USA, der stuft Russland und China inzwischen als Bedrohung ein und sieht eine steigende Gefahr für interstaatlichen Krieg zwischen den USA und einer Großmacht. Das heißt nichts anderes als ein Weltkrieg. Nur mal so nebenbei erwähnt. Und dann noch die ganz nebensächlichen Dinge. 14.30 Uhr USA-Arbeitsmarktdaten, Erstanträge und um 16 Uhr die Auftragseingänge der Industrie. Wer weiß, wie lange die uns noch interessieren. In diesem Sinne, erfolgreichen Handelstag, machen Sie es gut und bis morgen. Kritiker, die meinen, man müsse eine... Neben Thema, das nur so ganz am Rande, eigentlich interessiert es ja gar kein großes, man findet es auch eher so auf Meldung 3 oder 4, wen interessiert schon, die NSA hörte die Bundesregierung ab, das Wirtschafts-, Finanz- und Landwirtschaftsministerium und viele andere vermutlich auch. Naja gut, die Terrorgefahr ist natürlich klar, die muss man eindämmen und hier muss man das Landwirtschaftsministerium genau im Auge behalten. Die Vitaminbomben von deutschen Äckern, die darf man nicht unterschätzen, da ist immer wieder Gefahr in Verzug. Meine Damen und Herren, das ist nichts anderes als ein feindlicher Angriff gegen die Bundesrepublik Deutschland und nichts anderes. Immerhin findet Herr Steinmeier die Sache inzwischen problematisch und demnächst Monaten in der Lage sind und in der Lage sein werden, das europäische Regelwerk so zu verändern. Wir brauchen nur das Protokoll Nr. 14, wer es nachlesen möchte, im Allgemeinen im Lissabon-Vertrag. So aufzubauen, dass wir daraus die Grundzüge einer Fiskalunion für die Eurozone schaffen. Sobald wir die Eurokrise gelöst haben, also jetzt nach dieser Rede, werden die Vereinigten Staaten von Amerika sehr viel stärker im Fokus der Nervosität der Finanzmärkte sein. In der Globalisierung brauchen wir übrigens andere Formen von internationaler Governance als der Nationalstaat. Der ist vor 100 Jahren in seinem Regelungsmonopol an seine Grenzen gestoßen. Und heute schaffen wir was Neues, ziemlich mühsam, aber nicht so hoffnungslos. Lernen können wir aus unseren Fehlern und Irrtümern. Und deswegen, ich bin bei aller krisenhaften Zuspitzung im Grunde entspannt. Warum? Weil wenn die Krise größer wird, werden die Fähigkeiten, Veränderungen durchzusetzen, größer. David Rockefeller, wir stehen am Beginn eines weltweiten Umbruchs. Alles, was wir brauchen, ist